Hayem Yem Yudches Tamus. Der Alte Rebbe hat gesagt auf Reb Meisha Wilenker. Meisha hat mich in die Gadles. Und in die 10 Jahre, was hat gehören wird, hat euch gehören wird, mich in Rechowin. 3 Jahre hat Reb Meisha Wilenker sich mich in gewöhnt zu Yechides beim Alten Rebbe. Und nachdem ist geblieben 7 Jahre in Losne, auf Bringen die Yechides in Aveide Bepeil. Ist das ist von einem langen Brief, wo der Friedrich Rebbe geschickt zu früh, was hat geschrieben am Meimer. Wenn ich gehe, Morabu Masecha Hashem, und der Rebbe geht da rein, im Asbezein, was heißt Maki von Pnimi, mit dem das gehabt in Chof Chof Aluf Sieben, mit dem Hoben in Aluf Kislev. Und jetzt der ist da noch eine Kette. Und das ist von einem Brief, wo der Rebbe ist Masber, was ist das der Ingen von Maki von Pnimi. Der zählte er von der Verbringen von Reben Arash von Jutes Kislev Tofrisch Lamedalat, was er hat gerät wegen der Chsidim von Alten Reben und hat gesagt, dass sie verrannen zweierlei Chsidim, Makiv dike Chsidim und Pnimis dike Chsidim. Beide seien Chsidim Chabad, was Chabad ist Pnimis. Beide seien durchgenommen mit der Meere Chsidim. Von deswegen der Makiv dike Chosid ist Makiv und der ist a Pnimis dike Chosid. Der Meisha Wilenker und Rebbe Kusil Leppler, beide haben gehalten bei der Herz der Avede von Lissanaga Alawaye, doch ist Rebbe Meisha Wilenker gewinn ein Pnimisdike Chosid und Rebbe Kusil Leppler gewinn ein Makivdike Chosid. Und das ist von Chof 7-3-Jem-Jem, an der Seichel und Midas Gebui von der Chosid, das ist für Erech, sein Eschni, ich hätte es beim Leben. Und dann auch mit der Heintkirkette, Reb Meisha Wilenker und Reb Kusir Leppler seine 2 Gorf verschiedenen Mehusen. Reb Meisha gewann ein Balmechen. Auf ihm hat der alte Seide gesagt dem Seiden. Das heißt, der alte Rebbe hat gesagt dem mittleren Rebbe, Meisha hat Mechen de Gadles. Und in die 10 Jahre, was er hat gehören wird, hat er ausgehören wird Mechen Rechowin. Reb Kusir ist gewann ein Balmides. Bei Reb Meisha Wilenker gedauert 3 Jahre Zeit, die Achone, was er sich mechen gewinnt, gehen auf die Chidas zum Alten Reben, zum Alten Reben. Und nachdem bleibt er 7 Jahre in Losne, aufbringen die Chidas in Avede Bepeil. Der Tat hat mir erzählt, das ist der Zemach Zedek, als der Baron Strascheller hat ihm erzählt, hat die erste Nacht noch der Chidas, was er Meisha gewinnt beim Alten Reben. Ist er gewesen, als er vertieft in dem, was er gehört von Reben, als er gebeten, 2 junge Leute, als er sollen auf ihm Aschgoche geben, als er sollen verfolgen, im Wörter, in Tfilas Arvis und in Krishmishalamite. Und das hat gedauert bis 2 Wochen, bis er Meisha in das Jashev geworden. Zumer, Tovkuf, Samachtes, Parses Pinchos, hat der alte Rebbe gesagt, am Eimer, Elastomit, und er Meisha Wilenker, er gewesen auf jenem Schabbos in Ladin, und Sonntag bei Tag ist der Tate, das heißt der Zemach Zedek, mit dem Seiden, mit dem Mittelreben herangegangen in Besmederisch und der Meisha gestanden und gedauert. Sogt der Seide dem Taten, das heißt der Mittelreben zum Zemach Zedek, beim Meisha in seiner Fülle die Fies mit Schubert zu Asoges Elokus. Der Bikusir Lepple, bald wäre der Herd noch so ein Dekaterium von dem Älterseiden, wird der Seiden ist Paul, geht er weg in Losne, und er ist ihm fertig zu gehen auf Yechides. Ältere Chassidim haben mich ihm zu verstehen, als jeder mich geht auf Yechides bei Daphne Achone. Aber er bekussiert mit seinem Flammfeier Herz, will von Gott nicht hören, er reißt sich herangehen auf Yechides und er hat sich heraufgedrappet auf den Wand und herangesprungen durch ein Fenster zum alten Reben. Und mit einem herzigen Gewehen schreit er, Rebbe, hackt mir ab dem linken Seite, wo der Jezerhörer liegt. Und der alte Rebbe hat ihm geantwortet, Ribbenische Leilom, Vato Mechaia, Skulom Ksiv. Und Rebbe Kusil ist weg mit der Gräse Simche, sagen dich, der Rebbe hat dem Mamschir gewehen, Chayes. Und mit der Ruf hat Rebbe Kusil gelebt. Sagt aber der Rebbe, bei mir das Schadam meidet, bo meidet im Leire. Meisha will enkere 3 Jahre gehören, wird auf der Achone zu Yechides. Und die Yechides ist die Yechides an andere. Und der End für ein andere. Rebbe Kusil drapet sich auf gleiche Wend.
und springt durch ein Fenster, ist die Yechide ein Makivdiki und der rennt von einem Makivdiki. Und die ganze Aveide ist ein Makivdiki. Ist ein Gam, als ich Rebbe Kusil gewesen, auf einer Heiche Madrege, wo der Mittler Rebbe hat geschrieben, dem Imre Bine, für Rebbe Kusil Lepple, doch ist der Aveide seine ein Makivdiki. Bei Rebbe Kusil gewesen, auch ich sprach Chosid und Chok, Chosid Prishol, der Chosid ist entlaufen, der Chosid ist gekommen. Gewinnt Zeiten, wo er sich geführt wie Apostelid und gedauert Gich. Das ist gewinnt, weil der Chosid ist entlaufen. Und am Moli gewesen bei ihm, aber der Chosid ist gekommen, wo er hat gedauert alle drei Tfiles, Schachres, Michael, Meiri, am ganzen Tag ist er gewinnt von ihm gedauert, wo das ist der Jem von Alef Kisle. Das ist ein Makiv, der Kirchosid, aber der Mensch will ein Kirchosid, ist ein Pnimbis, der Kirchosid. Bei ihm in die Tokin Chosid und Chok, und nicht verankin Chosid Prishol, wie bei Amakiv dike Chosid. Bei ihm ist ein Keseder dike Aveide. Agam Asido eichet bei ihm Alias und Yerides, aber es ist bei Eif und Achel Legamre. Bei ihm nehmt durch der Ere Asoge bis die Fies. Und sie schaust still. Mit der Schalheves Pnimis diken brennt. Das ist der Chosid Pnimi, was der Rebbe auf ihm gesagt, als Meishe hat mich in die Gadles, weil 10 Jahre hat gehört wird. 3 Jahre achone zu Yechides und 7 Jahre aufbringen die Yechides lepeil.